30. bin ich und mein Kaspar nach dem alten Markt gegangen, zu sehen, ob ich vielleicht meine Musikalien noch überkommen möchte. Unterwegs haben wir überall, wo sich die Leute gewehrt haben, viel Tote angetroffen. Es war gut gehen, aber nicht allerdings sicher, wegen der Hund. Wenn sie von aufgefressenen Aas ganz wild und begierig waren nach Menschenfleisch, hat man sich wohl vorsehen müssen. Ja, in den Kloster sind die Hund bis zu den Zimmern gegangen und hat man müssen niederschießen. In den Markt Petersdorf sahen wir auf dem Platz mehr als 300 Personen tot liegen, ohne die so unter einem verfallenen Haus lagen, deren viele meine Blutsfreunde waren. Unter anderem lag vor der Kirchentür ein kleines Mägdlein noch in ihrem Kleid. In der Kirche war es ein Gräuel zu sehen, wie viele Leiber ganz verbrennend hin und her lagen. Es war ein solcher Gestank, dass ich keine Weise weiß, denselbigen zu beschreiben,